Ganz herzlich willkommen zu unserem Magazin Nah dran. Und mein Gast heute ist Hubert Aiwanger. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Aiwanger, Sie sind stellvertretender Ministerpräsident, unser bayerischer Wirtschaftsminister und in dieser Funktion natürlich auch für das Thema Energie zuständig. Jetzt haben wir so in den vergangenen Monaten einiges über Sie in der Presse gelesen. Ich zitiere mal, Aiwanger setzt auf Wasserstoff. Aiwanger informiert sich über Wasserstoffauto oder Aiwanger zu Wasserstoff. Jetzt kommt ein Zitat, was Sie gesagt haben. Geredet ist genug, jetzt wird umgesetzt. Sagen Sie, warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig? Ja, weil Wasserstoff in meinen Augen die Lösung ist, um mehrere Probleme auf einmal zu erschlagen. Die Klimadebatte, die Frage, ob wir unseren Wohlstand halten können oder abspecken müssen, ob wir Arbeitsplätze verlagern müssen oder nicht, weil wir die Energie in Zukunft nicht mehr haben, wenn die fossilen Energiequellen weg sind. Und all diese Themen können wir mit Wasserstoff lösen. Wir können dann eben mit erneuerbarem Wasserstoff unbegrenzte Energiequellen erschließen, können unsere Industrie versorgen, unsere Autos, unsere LKWs damit betanken und so weiter. Dem Klima tut es gut, den Arbeitsplätzen genauso, also jetzt endlich handeln. Sie sagen ja, dass die Klimaziele ohne Wasserstoff zum Scheitern verurteilt sind. Jetzt mal so ganz nebenbei gefragt, Hand aufs Herz, ist die Energiewende denn mit Wasserstoff alleine zu schaffen? Mit Wasserstoff alleine nicht, aber Wasserstoff wird die Lücke füllen, die entsteht, wenn wir die fossilen Energieträger nicht mehr haben. Heute ist es ja so, dass ungefähr 20% der Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, aus erneuerbaren Quellen stammt, also Wind, Sonne, Geothermie, Biomasse, aber 4/5 Kernenergie oder fossile Energien sind, also Öl, Gas, Kohle. Und um Öl, Gas, Kohle zu ersetzen, was der Bund ja bis 2045 will, Bayern bis 2040, müssen wir diese Lücke entweder füllen oder wir haben diese Energie nicht mehr. Und das kann in erster Linie in meinen Augen nur importierter grüner Wasserstoff leisten. Natürlich werden wir auch einiges selber erzeugen, aber wohl nicht in diesem Umfang, sonst bräuchten wir vielleicht irgendwo 10-mal so viele Windräder, wie wir heute haben. Und das würde die Bevölkerung nicht akzeptieren, Landschaftsschutz und so weiter. Also wir werden natürlich die erneuerbaren Energien weiter ausbauen, aber es wird nicht reichen, diese Lücke zu füllen. Und Wasserstoff und die Abwandlungsprodukte davon, Ammoniak, Methanol und ähnlich, sind die einzigen Stoffe, die wir weltweit produzieren und transportieren können. Also den Sonnenstrom aus der Wüste Afrikas können wir nicht mit der Stromleitung holen und nicht mit dem Koffer auftragen, sondern eben in Form von Ammoniak, Wasserstoff oder Methanol zu uns transportieren und nutzen. Deshalb ist Wasserstoff die Lösung. Klingt schon mal nicht schlecht. Der Freistaat hat ja eine eigene Wasserstoffstrategie aufgelegt. Was bezwecken Sie damit? Ja, zumindest mal alle Akteure an einen Tisch zu bringen. Wir haben dazu ein Wasserstoffbündnis gegründet, das aus Nürnberg gesteuert wird von unserem Wasserstoffbündnis Bayern. Dort sitzt eine sehr taffe Frau Professor Grimm, die den Laden dort steuert. Dort haben wir rund 200 teilweise internationale Global Player, Siemens, BMW, alle sind da dabei. Die sprechen sich ab, die sagen uns als Politik, wo sie sich die Entwicklung vorstellen können, wohin sie auch wollen. Wir sagen denen, was wir uns wünschen. Wir vernetzen die und haben dann davon abgeleitet eine Strategie erarbeitet, dass wir eben dann Tankstellen ausbauen müssen, die Wasserstoffpipelines der Zukunft aus den heutigen Erdgaspipelines heraus entwickeln wollen, dann gewisse Produktionen aufstellen wollen, Förderprogramme aufstellen müssen, Elektrolyseanlagen unterstützen müssen, die Forschung voranbringen müssen. Also den gesamten Weg der Umwandlung von der fossilen Welt in die Wasserstoffwelt von morgen organisieren. Wasserstoff ist ja auch für die Mobilität der Zukunft interessant und bedeutsam. Können Sie so ein bisschen sagen, was Ihr Ministerium bereits aufgegleist hat, wenn ich da mal so bildhaft sprechen darf? Ja, wir haben zuletzt eine Erklärung unterschrieben mit Siemens, um einen Wasserstoffzug in Bayern aufs Gleis zu setzen, der in 2 Jahren seine Pilotfahrt machen soll zwischen Augsburg und Füssen. Wir haben hier weiterhin ein Tankstellenprogramm aufgelegt, wo wir in Zukunft Unternehmen dabei unterstützen wollen, auch Kommunen, wenn sie Wasserstofftankstellen für LKWs
ja, einrichten wollen. Wir haben Elektrolyseure unterstützt, also die Maschinen, die dann eben aus Wasser den Wasserstoff machen. Wir haben große Forschungen unterstützt, also geben da derzeit viel Geld rein, um den Wasserstoff zu erforschen, die Anwendung voranzubringen, und wir sind auf sehr gutem Weg. Bleiben wir mal beim Thema Mobilität. Wo soll der grüne Wasserstoff für die Fahrzeuge der Zukunft denn herkommen? Zu einem gewissen Teil aus dem eigenen Land, teilweise auch aus Biomasse kann man Wasserstoff gewinnen, dann natürlich auch mit Windrädern, mit Photovoltaikflächen, den dort erzeugten Strom, vielleicht um die Mittagszeit, wenn der in Überschuss vorhanden ist, gezielt dann nutzen, um damit aus Wasser den Wasserstoff zu gewinnen. Aber der Großteil wird in Zukunft wohl importiert werden, genauso wie wir heute Öl, Gas und Kohle importieren. Also ich finde das gar nicht so schlimm, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass die heutigen Lieferländer von fossiler Energie, arabische Länder, die uns Öl liefern, Russland mit dem Erdgas, ja, am Ende auch nicht mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen wollen, wenn wir irgendwann sagen, wir brauchen euer Zeug nicht mehr, wir machen jetzt alles selber. Erstens haben wir die Landesfläche gar nicht, um so viel PV und Wind zu errichten. Und zweitens würde das auch in diesen Ländern Verwerfungen nach sich ziehen, wenn die plötzlich diese Einnahmen aus diesen Energiequellen nicht mehr haben. Dann würden die uns nichts mehr abkaufen an Industrieprodukten. Also wir sind gut beraten, die heutigen Energiepartner, die Russen mit den Pipelines, die wir dort schon haben, zum Thema Erdgas reinzubringen, künftig mit Wasserstoff zu befüllen, von den Arabern vielleicht dann künftig eben ja, in der Wüste erzeugten Sonnenstrom zu nutzen für die Elektrolyse, dort aus dem Wasser den Wasserstoff und dann eben gleich vielleicht das Ammoniak zu produzieren und mit Tankschiffen raufzufahren. Also wir werden aus vielen Herren Länder diesen Stoff zu uns bringen, der unsere Mobilität sichert. Geht es nach Ihnen, Herr Aiwanger, soll in Pfäffenhausen in Niederbayern ein eigenes Wasserstoffzentrum entstehen? Wie könnte der Freistaat denn davon profitieren? Ja, es ist momentan die Endphase einer Ausschreibung, an der sich bundesweit viele Bundesländer beteiligt haben, für ein Wasserstofftechnologie- und Anwenderzentrum Deutschlands. Dort würden dann einfach ja, Projekte entwickelt und auch wenn Firmen kommen und sagen, ich habe hier den neuen Wasserstofftank, ich habe eine Dichtung, ich habe irgendeine Maschinerie, die mit Wasserstoff zu tun hat, die würde dann dort auch qualitätsgeprüft. Der TÜV wäre dann dort auch ansässig und würde diese Dinge durchchecken und einfach Forschungsanlagen, die sich ein Mittelständler zu Hause nicht leisten kann, die könnte er dort nutzen, könnte seine Aufträge geben und sagen, prüft mal, ob meine Gerätschaft funktioniert. Also solche Dinge mehr. Und darum herum wird sich dann mit Sicherheit sehr schnell ja, ein gewisses Biotop ansiedeln von Firmen, die mit Wasserstoff zu tun haben, von Handel bis hin zur Umsetzung. Und das wäre eine Keimzelle, wie die Wasserstoffwirtschaft dann massivst in unserer Region weiter angeschoben werden kann und einfach dann auch weltweit Akzente setzen kann für Exporterfolge und so weiter. Also die Dinge, die wir bei uns erforschen, erproben und realisieren, sollen dann auch weltweit exportiert werden. Und deshalb diese Expertise in einem Anwenderzentrum, alle Kompetenzen gebündelt in Bayern bei uns vor der Haustür. Mitte Juni traten Sie gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier vor die Presse und Sie verkündeten, dass Bund und Freistaat 6 bayerische Wasserstoffprojekte fördern wollen mit rund 1 Milliarde. Welche Projekte sind das und was erhoffen Sie sich von dieser Förderung? Ja, da haben teilweise große Firmen uns einfach ihre Projektskizzen geschickt und haben gesagt, wir haben folgende Ideen, beispielsweise Brennstoffzellen zu produzieren, die dann in LKW eingesetzt werden, Elektrolyseure zu produzieren, die eben aus Wasser Wasserstoff machen und diese Dinge dann skalierfähig zu machen, also nicht nur einen Prototyp mit viel Handarbeit und Ingenieursstunden zu produzieren, sondern diese Maschinen quasi, wenn Sie es so sagen wollen, ja, von der Stange produzieren zu können. Wir haben auch ein Projekt dabei, sehr interessant, LOHC, ein Bindemittel quasi, wie man Wasserstoff in einer Flüssigkeit ja, speichern kann. Das sieht dann aus wie trübes Wasser, ist aber LOHC, wo Wasserstoff gebunden ist und dann eben nicht mehr hochkompliziert in Drucktanks transportiert werden muss, sondern in flüssiger Form mit jedem Tankschiff, mit jedem ja, Tankzug irgendwo transportiert werden kann. Also solche konkreten Projekte von Firmen unterstützen wir finanziell in Kombination mit dem Bund. Bayern gibt ein Teilgeld, der Bund gibt ein Teilgeld, die Firma gibt ein Teilgeld.
das sind dann Investitionen, die teilweise zig Millionen Euro im Einzelfall ausmachen und damit eben realisierbar werden, wenn Bund und Land Geld dazu geben, dann wird da was draus. Aus den Plänen wird Realität. Ist es denn so, wenn ich das richtig verstehe, dass dann in dem Fall nur die Industrie von der bayerischen Wasserstoffstrategie profitiert? Das wäre völliger Denkfehler. Natürlich brauchen wir die Industrie, die diese Dinge produziert, die Brennstoffzellen, die Elektrolyseure, die Züge, die LKWs produziert. Aber das Ganze drumherum bringt ja viele Arbeitsplätze. Zunächst mal die Menschen, die dort arbeiten, haben Lohn und Brot. Viele Mittelständler würden dann auch dranhängen und viele Produzenten dieser Teile. Also ohne Industrie geht da nichts, aber es ist wie beim Autoproduzieren, da hat auch nicht nur ein Konzern was davon, sondern Mama und Papa, die dort arbeiten, haben was davon, die Zulieferer haben was davon, die Gastronomie hat was davon, wenn die Menschen dort in der Betriebskantine sind und so weiter. Also Wasserstoff ist hier wirklich die Jobmaschine der Zukunft. Jetzt gibt es ein schönes Wort, das ist mein persönliches Lieblingswort. Es wird bald Wasserstoffkümmerer bei uns in Bayern geben. Was machen denn diese Kümmerer? Also in meinen Augen ist es wichtig, dass sich die Politik auch um die Dinge kümmert. Nicht nur schöne Überschriften produziert und gute Pressestatements abgibt, sondern sich auch kümmert, dass die Dinge umgesetzt werden. Und da haben wir jetzt konkret Leute benannt, die dann rausgehen sollen. Wenn eine Kommune beispielsweise sagt, ich hätte gerne eine Wasserstofftankstelle, um was muss ich mich da kümmern? Dann sagen wir helfen dir, wir schicken dir einen Berater, eine Beraterin raus und die erklären dir, wie man die Dinge umsetzt. Also als, ja, Fachleute, die den Kommunen, die den kleinen Unternehmen und so weiter helfen und vor Ort auch die Fäden zusammenführen. Häufig haben wir die Situation, dass ein Landkreis im Kreistag beschließt, wir wollen Wasserstoffregion werden. Dann gibt es dort einen Busunternehmer, der sagt, ich will meinen Bus umrüsten auf Wasserstoff. Und dann gibt es einen Landwirt, der sagt, ich könnte mir vorstellen, irgendwie Wasserstoff zu produzieren aus meiner Biogasanlage und das stecken wir dann hier in die Tankstelle. Und dann muss man sich darum kümmern, muss hier diese Akteure an einen Tisch bringen, muss sich darum kümmern, wo gibt es hier eventuell Fördertöpfe und welche Hindernisse stehen im Weg. Also dieses sich darum kümmern hat sich bei uns schon bewährt in puncto Windkraft. Auch dort haben wir Windkümmerer, die mit den Bürgermeistern reden, wenn sie ein Windkraftrad bauen wollen und ja, selber überfordert sind, weil es nur eine kleine Gemeinde ist, die keinen Juristen haben, sagen wir, wir kümmern uns. Und jetzt kümmern wir uns eben nicht nur um den Wind, sondern auch um den Wasserstoff mit dem Wasserstoffkümmerer. Eigentlich ist jeder von uns ein Kümmerer, ja, oder? Ja, jeder ist an seiner Stelle ein Kümmerer, wenn er sich richtig kümmert. Herr Aiwanger, was steht denn dem Ziel noch im Wege, Wasserstoff flächendeckend im Freistaat zu etablieren? Im Prinzip steht dem nichts mehr im Wege, sondern die Räder greifen jetzt immer mehr ineinander. Häufig ist es ja so, die sogenannte Henne-Ei-Debatte. Also gibt es erst das Wasserstoffauto oder die Wasserstofftankstelle? Ich sage, man muss am Ende alles gemeinsam entwickeln. Wenn die Autofahrer sich kein Auto kaufen trauen auf Wasserstoffbasis, dann sagen, ich gebe keine Tankstelle. Und die Tankstellenbetreiber sagen, es macht keinen Sinn, eine Tankstelle zu errichten, weil es niemand gibt, der ein Auto fährt. Dann muss man hier die Dinge aufs Gleis setzen und muss jetzt eben von der Produktion des Wasserstoffs im In- und Ausland bis hin zum Transport dieses Wasserstoffs über Pipelines oder chemische Verbindungen bis hin zu den Maschinen, die hinten raus mit dem Wasserstoff betrieben werden sollen, bis hin zur Industrie, die diesen Wasserstoff nutzen und die Privathaushalte von heute, die heute noch mit Erdgas die Wohnung heizen oder das Essen warm machen, dass die morgen eben auf grünen Wasserstoff umswitchen. Und diese Dinge müssen wir jetzt koordinieren. Und es wird noch 2, 3, 5 Jahre dauern, bis es richtig losläuft. Aber im Endeffekt gibt uns auch die große Politik hinten raus die Zielmarke vor. Wenn wir bis 2040 oder 2045 die fossile Zeit beendet haben wollen in Deutschland, dann müssen wir in dieser Zeit die Wasserstoffwirtschaft hochfahren, wie wir die Kohle und das Öl und Gas runterfahren. Ich fasse mal meine Lieblingswörter zusammen. Wasserstoffzug, Wasserstoffkümmerer und Wasserstoffzentrum. Sie haben ja wirklich schon viel erreicht. Was kommt als nächstes? Was haben Sie vor? Unsere Ideen von Bayern auch auf Deutschland zu projizieren und dort mehr Gas zu geben, mehr Wasserstoffgas. Klingt nach einem guten Schlusswort, Herr Aiwanger. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und viel Glück für die Zukunft. Danke für Ihr Interesse. Danke.